Willkommen zum Wochenrückblick. In Sagasta wurde am 29. Juli 2015 ein neuer Sendermast für den Digitalfunk errichtet. Zug um Zug soll es mit der Masterrichtung weitergehen, damit es den Baulichtorganisationen ermöglicht wird, noch schneller und effizienter zu arbeiten. Mit dabei war auch Landeshauptmann-Stellvertreter Jochen Schürz von der FPÖ. Er hat auch einige Wörter zu Digitalfunk gesagt. In Zagersdorf wurde am 29. Juli 2015 ein neuer Sendemast für den Digitalfunk errichtet. Zug um Zug soll es mit der Masterrichtung weitergehen, damit es den Blaulichtorganisationen ermöglicht wird, noch schneller und effizienter zu arbeiten. Mit dabei war auch Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Schürz von der FPÖ. Er hat auch einige Worte zum Digitalfunk gesagt. Ja, es ist jetzt so, dass der Digitalfunk burgenlandweit jetzt ausgebaut wird. Das hat sehr, sehr lange gedauert. Durch diesen Digitalfunk werden die Blaulichtorganisationen direkt verbunden. Das heißt, es ist jetzt schnellstmöglich möglich, Einsätze zu koordinieren. Es werden insgesamt, wie gesagt, 60 Anlagen errichtet und das geht jetzt Step by Step und Anfang 2017 werden wir damit fertig sein. Wir haben uns auch bei der Eröffnung der Ruster Goldene Weinwoche für Sie umgesehen. Die 47. Ruster Weinwoche wird vom 29. Juli bis 2. August 2015 mitten in der Ruster Altstadt gefeiert. Die Ruster Weinbauern verstehen es, die hohe Weinkultur mit Lebensfreude zu verbinden. Weinliebhaber finden hier alles, was ihr Herz begehrt. Besonders bekannt und beliebt ist der Ruster Ausbruch und die Ruster Goldene Weinwoche bietet einen unkomplizierten Zugang zu den edlen Tropfen. Wir waren bei der Eröffnung dabei. Liebe Gäste aus dem In- und Ausland, liebe Ruster, ich darf Sie recht herzlich im Namen des Weinbauvereins und meinen zur 47. Ruster Goldenen Weinwoche recht herzlich begrüßen. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen als Bürgermeister der Freistadt Rust. Freut es mich, Sie hier auf dem Festgelände begrüßen zu dürfen am Rathausplatz. Auch, dass einige Damen und Herren erstmalig bei uns sind. Eine ganz, ganz große Freude, Herr Landeshauptmann, Stellvertreter, Frau Landesrätin. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, Herr Landesrat, bitte. Freut mich natürlich, dass alle da sind. Ja, sind sehr viele Personen heute anwesend. Normalerweise sagt man, liebe Rusterinnen und Ruster, ich glaube, heute muss man auch sagen, liebe Gäste aus dem Ausland, ihr seid natürlich herzlich willkommen. Ich glaube, der Großteil ist aus Deutschland, liege da richtig. Na, hört man nicht so, aber wird wahrscheinlich stimmen. Nicht ganz. Gut, ja, mich freut es natürlich, dass die Vulka
Talmusikanten heute hier aufspülen, die kommen ja aus meinem Bezirk. Das heißt, da habe ich ein bisschen Rückenstärkung da hinten, da kann man nichts passieren. Und ansonsten ist es natürlich wirklich sehr schön zu sehen, dass diese Weinkost international bekannt ist, dass diese Weinkost international einen Ruf hat, wo alle möglichen Menschen sagen, da möchte ich mal hin, da möchte ich mal teilnehmen. Ich kann euch nur gratulieren. Also ich kann euch wirklich nur gratulieren. Ich hoffe, dass diese Veranstaltung auch weiterhin im Sinne eines guten Wetters steht. Normalerweise ist es nicht so, hat der Herr Bürgermeister gesagt. Aber ich bin überzeugt davon, dass auch in Zukunft diese Veranstaltung nicht nur österreichweit, sondern international Bedeutung findet. Und daher alle herzlich willkommen, die nicht aus Österreich kommen. Und Dankeschön für die Einladung und ich wünsche euch wirklich alles, alles Gute. Ja, liebe Gäste, zunächst möchte ich sagen, herzlichen Dank auch für die Einladung und ich freue mich ganz besonders, dass ich die 47. Goldene Weinwoche hier in Rust heute in Vertretung unseres Landeshauptmannes eröffnen darf. Und ich muss sagen, ich komme immer wieder gern nach Rust. Es ist hier, finde ich, immer wie ein bisschen im Urlaub. Die Stadt steht für mich für Geselligkeit, Lebensqualität und Lebensfreude. Liebe Weinfreunde, liebe Weinbäuerinnen, liebe Weinbauern, meine sehr geehrten Damen und Herren, als erstes möchte ich mich beim Obmann des Ruster Weinbauvereins, Herrn Fredi Wieder, für die Einladung recht herzlich bedanken. Vom Süden bis in Seewinkel wird burgenländische Tradition gelebt. Ich bin sehr glücklich, dass die burgenländische Landwirtschaftskammer noch heute die Wahl zur Weinkönigin alle 2 Jahre durchführt. Die Tradition im Burgenland ist meiner Meinung nach sehr wichtig. Und so leben wir zum Beispiel die Tradition, Wein anzubauen. Es ist mir eine Ehre, jetzt als burgenländische Weinkönigin die tollen Weiß, Rot und auch die Prädikatsweine zu repräsentieren. Weltweit bekannt ist der Ruster Ausbruch. Er weist einen deutlichen Botrytiston auf und funkelt goldgelb bis bernsteinfarbig. Der außergewöhnliche hohe Extraktgehalt verbunden mit einer ausgeprägten Säure machen den Ruster Ausbruch zu einer besonderen Rarität unter den Süßweinen. Ich wünsche der Veranstaltung weiterhin einen guten Verlauf und vor allem in den nächsten Tagen schönes Wetter. Den Weinbäuerinnen und Weinbauern wünsche ich weiterhin viel Schaffenskraft und eine gute Ernte. Und Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wünsche ich viel Freude mit den burgenländischen Weinen. Jetzt freue ich mich auf ein Glas Ruster Ausbruch. Danke. Sehen Sie jetzt, was Landeshauptmann Stellvertreter Jochen Schürz über Asyl zu sagen hat. Ja, das Thema Asyl bewegt natürlich das gesamte Burgenland, Österreich und auch die EU. Und wir müssen endlich dazu kommen, dass die Grenzen kontrolliert werden, dass das Bundesheer an die Grenze kommt, dass auch das Bundesheer die Möglichkeit hat, Abweisungen durchzuführen. Und das ist sehr wichtig. Und man kann dieses Thema nicht hinausschieben, sondern muss definitiv jetzt handeln. Und hier werde ich nie und nicht locker lassen. Sehen Sie jetzt, was letzte Woche auf der Baustelle in der Bahnstraße in Mattersburg passiert ist. Im ersten Teil der Bahnstraße sind Wasser, Gas und Stromleitung fertig. Ein paar Kleinigkeiten sind noch zu machen. Vor der Kreuzung Bahnstraße Wedekindgasse werden diese Woche Röhre Richtung IMS verlegt. Danach wird die Wedekindgasse bis zum Brücke fertiggestellt. Der Gehsteig in der Bahnstraße soll noch diese Woche asphaltiert werden. Eine falsche Berichterstattung in der BVZ sorgt für Aufregung bei der FPÖ. In der BVZ haben wir einen Artikel über die FPÖ gefunden. Es geht dabei um den Ausschluss von Herbert Schütz aus der FPÖ und dass die Ortsgruppe Mattersburg geschlossen hinter Schütz steht. Dabei ist auch ein Foto abgebildet, auf dem Horst Finsterwalder von der FPÖ-Ortsgruppe Leupersbach zu sehen ist. Er behauptet, von der BVZ nicht gefragt worden zu sein, ob er einverstanden ist, bei diesem Artikel auf dem Foto mit dabei zu sein. Bei der Pressekonferenz am 30. Juli wurde dieser Bericht auch angesprochen.
wobei der BVZ-Reporter wörtlich sagte, wir haben schon sehr wohl nachgefragt. Wir haben außerdem mit Horst Finsterwalder gesprochen und gefragt, ob er von der BVZ informiert wurde, dass er auf dem Foto zu sehen ist. Sehen Sie jetzt das Interview mit Herrn Finsterwalder und Ausschnitte der Pressekonferenz mit Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Schürz. Knödel gibt es vielleicht nicht, aber Brösel gibt es im Bezirk Mattersburg. Ja. Nach wie vor bei Ihnen. Warum ist der Herr Schütz ausgeschlossen worden? Also ich weiß überhaupt nichts von Brösel, das ist nur einfach der Herr Schütz. Der hat nicht damit einverstanden, dass es Rot-Blau gibt. Aber es im Bezirk Mattersburg sind schon andere Funktionäre nicht zufrieden mit der Entscheidung. Glaubst du? Ich, nein, das, was die BVZ berichtet, ist total falsch. Die erlaubt sich sogar, die BVZ ein Foto hineinzustellen, wo man gar nicht gefragt hat, wer auf dem Foto drauf ist. Und die auf dem Foto drauf sind, sind nicht diejenigen, die sagen, die treten aus der Partei aus. Das ist eine falsche, total falsche Berichterstattung. Ja, wir haben schon sehr wohl nachgefragt. Nein, das stimmt aber absolut nicht, denn das wird auch Nachwirkungen haben. Weil diejenigen, die am Foto sind, sagen natürlich, ich lasse mir das nicht gefallen. Nicht? Der fotografiert mich und sagt, die tritt aus der Partei aus, das stimmt ja gar nicht. Nicht? Wie gesagt, also wir fragen immer noch und haben in diesem Fall nachgefragt. Also habt ihr in Finsterwalder Horst gefragt? Niemand, ja. Nein, absolut nicht. Absolut glaube, nicht. Alles Paletti. Beim Regierungspartner der SPÖ sind auch ein paar aus der Partei ausgetreten. Gut. Und wenn jemand jetzt sagt, ich bin jetzt zufrieden mit Rot-Blau, na okay, dann hat er ja vollkommen recht. Wenn er sich dann nicht wohlfühlt in der Partei, weil halt Rot-Blau ihm nicht taugt, ist ja okay. Also kann er wirklich gerne austreten aus der Partei, will kein Problem nicht. Ne? Ja, will nicht. Laut der letzten Aussage von der BVZ heißt es, dass Stadt Mattersburg, FPÖ, Rücktritte aus Partei nicht ausgeschlossen. Da sich auf die Bild befindet mehrere von den Funktionären, habe ich neben mir jetzt Horst Finsterwalder aus Leupersbach. Herr Horst, stimmt das, was im BVZ steht? Nein, das stimmt natürlich nicht. Erstens gehöre ich nicht zur Stadt Mattersburg, zur FPÖ, sondern bin in Leupersbach bei der FPÖ. Und zweitens ist das eigentlich eine Schweinerei, dass man mit meinem Foto, das im Zuge eines Wahlkampfs in Mattersburg gemacht wurde, hineingestellt wird, ohne mich zu fragen. Und meine Meinung ist, dass das nicht so ist, dass die ganze Stadt FPÖ, das sind zwei, drei Einzelleute oder vier, aber ein Großteil steht weiter hinter unserer rot-blauen Landesregierung. Natürlich ich auch, bin ein alter Mitstreiter mit dem Johann Schürz, noch aus Tiroler Zeiten. Und ich finde es wirklich schlimm, dass man einfach jemanden ohne zu befragen eine Zeitung tut und einfach was behaupten. Bei der heutigen Pressekonferenz von der Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Schürz war die Journalisten auch von der BVZ und die haben ausdrücklich gesagt, die haben jeden gefragt für die Foto. Haben Sie diese Frage bekommen? Nein, natürlich nicht. Das ist wieder einmal typisch die Lügenpresse, weil ich wurde nicht informiert oder gefragt und das ist nicht das erste Mal. Es wurde auch bezüglich des Kuverts von 10.000 Euro damals mit Landeshauptmann Niesel behauptet, dass dieser Tiroler Mensch bei mir in Delfs in der Ortsgruppe Mitglied war, was auch nicht stimmt. Und wir haben da einen Brief zurückgeschrieben und das wurde nicht berichtigt. Eine Frage hätte ich noch, und zwar, Marco, ich zitiere, was dort geschrieben ist. Hält auch klar fest, dass die gesamte Stadt FPÖ fest hinter Schutz steht und ihm auf jeden Fall in alle Bemühungen unterstützen werden. Stehen Sie auch hinter Schutz? Nein, natürlich nicht. Ich bin ein langer Mitstreiter, wie gesagt, schon von Johann Schürz. Und ich glaube nicht, dass die ganze Mattersburger hinter Schütz stehen, weil mittlerweile habe ich auch Gespräche geführt und das ist nur ein kleiner Teil. Und wenn die sich verschützen wollen, dann sollen sie es machen. Wir haben natürlich auch andere Leute, die die Aufgabe sehr gut machen können und wir werden da sicher müssen umstrukturieren, denke ich. Dann sage ich danke für die Interview und für unsere Zuschauer, dass er kleiner Bericht von der CCM-TV in Züge von die falschen Bericht bei der BVZ. So viel zur Gründlichkeit der Recherchen und das Abbilden von Fotos bei der BVZ. Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Schürz war letzten Samstag zu Besuch in Deutsch-Tschantschendorf. Sehen Sie jetzt einen Filmbeitrag.
Die freiheitlichen Arbeitnehmer und die FPÖ Güssing veranstalteten ein Knödelschießen in Deutsch-Tschantschendorf. Mit dabei war auch Landeshauptmann Stellvertreter Johann Schürz, der sich im Stockschießen versuchte. Bürgermeister Manfred Kertelitsch hatte aber noch ein Anliegen, das er dem Landeshauptmann Stellvertreter vortrug. Die Bundesstraße B50 wird neben Deutsch-Tschantschendorf und Tobey ca. 3 Kilometer lang zur Autostraße. Damit muss der landwirtschaftliche Verkehr immer durch die Ortschaft fahren. Erstens ist das ökologisch nicht sinnvoll und zweitens ruinieren die schweren Traktoren und Anhänger die Ortseinfahrten. Landeshauptmann Stellvertreter Johann Schürz hat zugesagt, sich um dieses Problem zu kümmern. Wir werden weiter berichten. Hören Sie jetzt den Bürgermeister. Das Problem, was wir da haben, ist, dass der Schwerverkehr, der landwirtschaftliche, alle durch die Ortschaften muss. Ja, das ist und, das heißt, ob eine Autostraße kann natürlich kein landwirtschaftliches Gerät da fahren. Ja. Und der ganze landwirtschaftliche Verkehr, wir sind ja die größte, mit den Fernwärmeanlagen die größte Dichte in Österreich, der Bezirk Güssing, wo der ganze Hochkesseltransport und die große Landwirtschaft, wir haben ja landwirtschaftliche Industrie, da ich fast sagen, das darf man nicht immer laut sagen, aber wirklich 500 Einheiten fahren da, ja. Wie man denkt, dass du das dazu hast, Autostraße, was für eine Autostraße? Ja. Aber dass die B50 da zur Autostraße wird? Ganz einfach ist es einfach, das aufzuheben. Mhm. Und da, weil jetzt haben wir, wie gesagt, die zwei Ortsdurchfahrten, die zweite Ortsdurchfahrt, auch mit 500.000 Euro wieder ca. 1 Million Euro investiert in die Ortsdurchfahrten. Und das sind in 5 Jahren wieder dahin, wenn der Schwerverkehr wieder durchfährt. Wir wissen genau, dass die großen Abschiebewegen alle schon 30 bis 40 Tonnen Gesamtgewicht haben. Mhm. Und das ist natürlich für die Straßen noch nicht. Und dass man da nur Gutachter sagen kann, dass von der Verkehrssicherheit, wenn man da kurzen Tag mit den Geräten oben und rauf fährt, und keine Einbieger und Ausbieger habe ich die Geräte, dass es sicher von der Verkehrssicherheit besser ist, wenn der Kraft fährt. Die Fahrzeuge. Da brauchen wir mal diskutieren. Wer war dann der Initiator? Der ÖMTC oder ABÖ? Keine Ahnung. Das ist damals passiert und das ist seit damals. Sehr lang Zug. Sehr lang Zug mit der ganzen Geschichte. Wie lange gibt es denn schon die Autostraße? War das? In die 60er? 30 Jahre? Wirklich? Mir ist das noch nie aufgefallen, dass der Autostraße aufhört. Ich bin schon 1000 Mal runtergefahren. Die ganze Bevölkerung, die ganze Region, rund um den Dom Gessner, ich bin ein paar aus der Region eigentlich geredet. Das ist nicht geordnet, wenn das so ist. Vielleicht dann die Argumentation mit einbringen, nicht? Weil es immer heißt, es gibt ja andere Gemeinden oder Bereiche, auch, wo Autostraßen vorhanden sind, dass wir da die glückliche Situation haben, Autostraßen vorzufinden, die ja aussehbar ist, im Gegensatz zu vielen anderen. Also das heißt, man muss schon bewerten die Situation vor Ort. Man kann nicht einfach sagen, wir vergleichen das jetzt mit anderen Gemeinden wie Riedenstadt zum Beispiel. Was natürlich eine Berechtigung hat. Ich sofort mit dem Bieler reden. Ich gehe sofort auf, Dauern auf die Gutachten, es gibt den Dolling. Ne? Von meiner Seite kann ich auch noch sagen, was Landeshauptmann betrifft, es geht wirklich um die Verkehrssicherheit. Also das war sehr viel. Und es gibt Gutachten. Genau, er hat auch gesagt, mir gegenüber, es wäre kein Problem, wenn ein Verkehrsgutachten das bescheinigt, weil das Problem dahingehend ist, wenn er jetzt sozusagen die Autostraßen aufhebt. Und es passiert ein Unfall, dann heißt es, ich habe zu das aufgekommen und ihr seid quasi da jetzt schuld und so weiter und so fort. Also das ist ein bisschen ein sensibles Thema. Nicht? Aber ich glaube schon, dass das möglich wäre, das sachlich zu beurteilen. Ja. Herr Bürgermeister, die Argumente habe ich richtig gesagt. Die Situation ist ganz anders wie vor 30 Jahren. Müssen wir so massiv anders. Da müssen wir herfahren und das will ich wissen und zeigen, und dass man dir das zahlt. Sie sind eher von der Ich will meinen Helm auch einmal über das reden müssen. Und, da muss man zu einer Lösung kommen, zu einer positiven Lösung. Im Mittelburgerland entsteht das erste gemeinsame EU-Straßenbauprojekt zwischen Österreich und Ungarn. Das letzte Abschnitt der B61A, der Verlängerung der Schnellstraße S31 von Oberpullendorf bis zur Stadtgrenze nach Ungarn und die Umfahrung Szira-Luzmannsburg werden ein EU-Projekt. Das gab Straßenbau-Landesrat Helmut Piller bekannt. Alles Teil des 60 Straßenbauprojekte umfassende
grenzüberschreitende Gesamtverkehrskonzepts wurde das Bauvorhaben nun mit Partner Ungarn einheilig als Priorität eingestuft. Eine effizientere Schulverwaltung, die Beibehaltung der wohnortnahen Schulen sowie die Ausbau burgenländischer Schulen zu modernen Bildungseinrichtungen sind für Landeshauptmann Hans Niesel zentrale Vorhaben im Bildungsbereich. Das Burgenland ist heute das Bildungsland Nummer 1. Wir haben die kleinste Volksschuleklassen und die höchste Maturantenquote aller Bundesländer. Unser Ziel ist es, die Vorreiterrolle im Bildungsbereich nicht nur zu sichern, sondern weiter auszubauen. Dazu sind Investitionen in notwendige Sanierungs- und Baumaßnahmen an unsere Schulen von großer Bedeutung. Mit der Schulbauoffensive Burgenland investieren wir rund 111 Millionen Euro in den Ausbau burgenländischer Schulen zu modernen Bildungseinrichtungen, erklärt Landeshauptmann Hans Niesel. Neben der Fortführung der Ferienbetreuung wird heuer das finanziell unterstützte Pilotprojekt Lern gern Ferienkurse 2 Wochen lang im August gestartet. Eine gute Familienpolitik bedeutet auch, dass burgenländische Familien finanziell bestmöglich unterstützt werden und Förderungen bedarfsgerecht und zukunftsorientiert eingesetzt werden. Wir möchten durch Unterstützung des Landes jede Familie, egal welches Einkommen sie hat, die gleiche Lern- und Nachhilfemöglichkeiten anbieten, so Landesrätin Dunst. Nach dem Wechsel von Nassbauer und Ettelschweiger von Team Stronach in der ÖVP-Parlamentsclub haben wir jetzt Reaktionen von FPÖ und SPÖ für Sie. Nachdem das Team Stronach vor der Wahl die ÖVP berechtigt kritisiert hat, wechseln jetzt laufend Mandatare zur ÖVP. Womit darf die Wähler eigentlich noch rechnen, wenn er seine Stimme an eine Partei vergibt? Der Wechsel weiterer 2 Mandatare von Team Stronach zur ÖVP sollte die Alarmglocken läuten lassen. Es kann nicht sein, dass der Wähler entscheidet, die ÖVP zu schwächen und diese sie dann auf Umwege die Mandate zurückholt. Die ÖVP ist offensichtlich nur noch durch Wählertäuschung in der Lage, an Mandate zuzulegen. Kritisiert FPÖ-Landesparteisekretär Christian Ries die wundersame Mandatsvermehrung der ÖVP-Parlamentsfraktion. Wenn es um die politische Machterhalt geht, ist die ÖVP jedem Mittel recht. Die moralischen Maßstäbe, die man so gern bei anderen anlegt, gelten für die Volkspartei in eigenem Verantwortungsbereich schon lange nicht mehr, sagt SPÖ-Klubobmann Robert Hegowich zum Wechsel von weiteren Team Stronach-Mandataren. Ausführliche Berichte und Filmbeiträge zu diesen und anderen Themen finden Sie auf unserer Seite. Polizei News. Die Statistik der Polizei für letzte Woche. Es gab 5 Unfälle auf den Autobahnen und Bundesstraßen, sowie 2 Brände, die durch die Feuerwehr gelöscht wurden. Letzte Woche wurden 7 Einbrüche gemeldet, 1 versuchter Einbruch und 1 aufgeklärter Einbruch. Veranstaltungshinweise: Das Golser Volksfest, welches heuer bereits zum 48. Mal von 7. bis 16. August stattfindet, ist eine Top-Messe-Veranstaltung in Österreich, bei dem jedes Jahr an die 100.000 Besucher in der Weinbaugemeinde Gols begrüßt werden können. Musiksommer in Mattersburg. Am Freitag, den 7. August, spielt das Intim. Im Vorprogramm spielt GFC. Das Bäuerinnen-Genussfrühstück findet am Freitag, den 7. August 2015, von 7 bis 11 Uhr in der Fußgängerzone in Eisenstadt statt. Das war es wieder für diese Woche. Vielen Dank für Ihr Interesse und eine schöne Woche wünscht Ihnen Ihr CCMTV.